Eigentlich muss man sie nicht wirklich in dem Kreis vorstellen, aber ich tue es trotzdem. Frau Diplomischer Dr. Sabine Herlitschka als Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG zu mir auf die Bühne bitten um ihren spannenden Vortrag Echte Nachhaltigkeit mehr als ein Modethema. Liebe Sabine, bitte. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Der große Saal und echte Menschen hier, also ich bin es fast nicht mehr gewöhnt, aber freue mich sehr, dass wir uns heute hier auch treffen können. Technologien für morgen, ich würde mein Thema noch ergänzen mit dem Gedanken, nicht nur von morgen, sondern auch schon für heute und von heute. Und da möchte ich Ihnen einen Überblick geben. Henriette Spira hat keine Folien gezeigt. Ich werde dafür umso mehr zeigen, aber keine Sorge, es wird kein Film sein. Sie kennen wahrscheinlich die Aussage, hat man etwas zu sagen oder hat man Folien? Ich möchte schauen, dass ich beides kombiniere. So, echte Nachhaltigkeit mehr als ein Modethema. Das ist mir wichtig, weil heutzutage ist ja fast alles nachhaltig, was ja ganz gut ist, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man hier schon ein bisschen genauer drauf schauen. Ich möchte in den nächsten knapp 30 Minuten auf drei Themen eingehen und werde alle drei angesichts der Zeit etwas blitzlichtartig und mit etwas Zuspitzung streifen. Auf der einen Seite ein paar Gedanken zum Thema der Herausforderungen, dann schon angesprochen worden zu den Schlüsseltechnologien und insbesondere zur Schlüsseltechnologie Mikroelektronik, weil das der Problemlöser ist für viele unserer Fragen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit und dann einige Beispiele aus unserem Kontext von Infineon Technologies generell und von uns in Österreich im Besonderen. Auch da wieder nur ein paar Blitzlichter. Viele Punkte sind natürlich auch angesprochen worden, was den Rat für Forschung und Technologie angeht. Da könnte man mal auch hier sicher sehr spannend diskutieren, aber die Überlegungen haben jetzt hier keinen Platz. So, zu den zentralen Herausforderungen. Ja, das kennen wir, die Energiewende, die Klimakrise, die Digitalisierung und vieles weitere selbstverständlich auch, was man hier nennen könnte. Und Nachhaltigkeit ist der Begriff unserer Zeit, man könnte fast sagen, etwas überstrapaziert. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass mein Verständnis, unser Verständnis, Nachhaltigkeit schon in den drei Dimensionen ist. Das heißt, gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch. Meistens reden wir darüber in ökologischem Kontext, ist auch gut so, aber es ist schon wichtig, Nachhaltigkeit ist schon deutlich breiter und mein Verständnis ist auch genau so eines. Ich werde mich jetzt aber auf etliche Aspekte konzentrieren, die mit der ökologischen Nachhaltigkeit zu tun haben. Darf aber an der Stelle auch sagen, auch bei mir im Unternehmen, wir sind in Österreich rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier in der Steiermark in Graz haben wir ein Forschungszentrum mit etwas mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auch hier, wir starten jetzt im Herbst mit sogenannten Sustainability Dialogues, weil genau die Menschen im Unternehmen, meine Kolleginnen und Kollegen, sich natürlich auch sehr dafür interessieren, was tun wir im Sinn der Nachhaltigkeit und auch genau in diesem breiten Verständnis. So, ein paar Blitzlichter. Ökologische Nachhaltigkeit, warum ist Handlungsbedarf, was sind die großen Aufgaben dabei? Naja, die Zahlen kennen Sie, die Treibhausgasemissionen, hier gemessen am CO2, Österreich stand letztes Jahr bei 77 Millionen Tonnen. Ja, wir haben etwas reduzieren können, aber wir sind trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, wir haben hier natürlich auch in Österreich ganz großen Handlungsbedarf. Und was Sie hier drauf sehen, und die Folien stelle ich dann nachher gerne zur Verfügung, da ist etliches dann zum
nachlesen. Der Energiesektor ist natürlich der zentrale Aspekt. Gerade hier fokussieren sich die Bemühungen darauf und darauf dann eben auch, dass man damit die Emissionen reduziert. Und Energie, ob das in der Industrie ist, ob das im Transport ist, der Mobilität oder darüber hinaus. Aber Energie ist natürlich das große Thema und hier mit über 73%. Das heißt, die grüne Transformation voranzutreiben bedeutet vor allem, das Potenzial von guten Technologien, intelligenten Technologien umfassend zu nutzen. Bei der Diskussion, ist das nur technologisch oder auch Verhalten? Ja, natürlich spielt Verhalten eine Rolle. Aber Technologien, intelligente Technologien, sind der ganz wesentliche Hebel. Und selbstverständlich, das sage ich schon auch mit meinem Hut im Rat für Forschung und Technologie, ist Forschung wichtig. Aber wir haben schon viel an Technologien verfügbar. Und es geht schon in vielerlei Hinsicht darum, rasch zu Umsetzungen in der Breite zu kommen. Wenn wir uns selber ernst nehmen, unsere Ziele ernst nehmen, bis 2030 nur noch grünen Strom, bis 2040 klimaneutral, dann ist Dringlichkeit. Dann ist es genau so, wie es Henriette Spira auch gesagt hat. Forschung ist gut, aber nicht nur allein, bis man irgendwann irgendwelche Ergebnisse hat, alles fein. Aber gerade Joanneum Research steht ja auch dafür, dass sehr nahe an der Umsetzung gearbeitet wird. Und dazu möchte ich Sie noch mehr ermutigen und einladen, noch stärker im Sinn der Umsetzung zu denken. Vieles an Verbesserungen der Energieintensität, Energieeffizienz ist schon gelungen. Und das sieht man hier. Die CO2, die Treibhausgasemissionen wären deutlich höher, hätte man nicht das Potenzial der Energieeffizienz, Energieintensität hier in dem Zusammenhang für den Zeitraum 2000 bis 2019 schon genutzt. Das ist hier dieser grüne Bereich, den Sie da sehen. Also da ist schon viel gelungen, aber noch viel mehr muss und kann natürlich gelingen. Und ich finde diese Darstellung auch wirklich sehr interessant. Das ist eine Berechnung, wahrscheinlich müsste man sagen Abschätzung auf europäischer Ebene nach den Sektoren. Ich weiß, Sie können das alles jetzt hier im Detail nicht lesen, deswegen gibt es die Folien dann auch gerne. Aber für den Zeitraum 1990 bis 2050 und auch hier sieht man, und das zeigt die Darstellung dann im Detail, bis 2030 können nahezu 2/3 der Emissionen reduziert werden, weiter reduziert werden in allen Bereichen, unterschiedlich intensiv, aber in allen Bereichen, durch einen noch breiteren Einsatz der Energieeffizienz und natürlich Elektrifizierung. Und Energieeffizienz ist meines Erachtens zwar ein technologisches Thema, aber es ist auch ganz stark ein Thema der Haltung. Die Energie, die ich nicht verbrauche, die brauche ich nicht einsparen. Und dann sind wir sehr stark natürlich beim Energiesparen, aber auch beim Thema Energieeffizienz. Und auch das ist angesprochen worden und das ist so ein Beispiel, das üblicherweise in der Diskussion nicht so häufig vorkommt. Quantentechnologien, Quantencomputing können ganz wesentlich dazu beitragen, klimaneutral zu werden. Die UNO-Klimakonferenz letzten Jahres, man glaubt es kaum, hat sich mit dem Thema Quantencomputing befasst und hat auch festgehalten, dass ein breiter Einsatz des Quantencomputings dazu führen kann, ganz deutliche Schritte im Sinn Klimaneutralität zu setzen. Bis 2035 7 Milliarden Tonnen CO2 jährlich einzusparen.
Wie kann man sich das vorstellen? Quantencomputing zum Beispiel, ganz konkret. Wir werden in Zukunft mehr und mehr Haushalte, Häuser haben, Konsumentinnen und Konsumenten, die einerseits Energie rausnehmen aus dem System, aus dem Netz, andererseits einspeisen. Und diesen Prozess zu steuern, das geht weit darüber hinaus, was normale Rechner heute können. Mit Quantencomputern können wir das viel besser orchestrieren und da liegt zum Beispiel eines der großen Potenziale. Und da ist dann auch die Berechnung, wie man damit klimaneutral wird und die 1,5 Grad dann schlussendlich auch erreichen kann. Also zusammengefasst, Energieeffizienz und Energieeffizienztechnologien sind ein ganz zentraler Hebel und gehen eben von der Gewinnung, Erzeugung bis zur Wandlung, dem Transport bis schlussendlich zur Anwendung. Und die Schlüsseltechnologie Mikroelektronik liefert ganz wesentliche Lösungen zum Erschließen der Energieeffizienz. Warum Mikroelektronik? Ich weiß, viele von Ihnen sind hier natürlich bestens vertraut damit, aber trotzdem noch einmal auch in einer sehr reduzierten schematischen Darstellung. Die Mikroelektronik verbindet die analoge und die digitale Welt. Und Sie sehen es hier, damit erschließen wir die Digitalisierung, die erneuerbaren Energien, die Energieeffizienz, aber auch die Automatisierung und vieles mehr, könnte man dazu sagen. Ich habe auch hier jetzt ein konkretes, ich sage nicht Beispiel, aber eine Abschätzung mitgebracht, um Ihnen das Potenzial noch einmal sehr plakativ vor Augen zu führen. Sie sehen es hier von der Erzeugung traditionell über die Übertragung und Verteilung bis schlussendlich zum Verbrauch der Energie. Aus den 220 Watt werden schlussendlich 60 Watt, die zur Verfügung stehen. Das heißt, ein großer Teil geht hier verloren. Mit einer intelligenten Kopplung mit Mikroelektronik aufbauend auf erneuerbaren Energien, insbesondere Solar, Wind, gelingt es dann schlussendlich mit intelligenter Wandlung und dem, was dann schlussendlich am Gerät ankommt, aus 55 Watt schlussendlich 40 Watt zu haben. Das heißt, ganz oben nutzen wir grob 30% und ganz unten nutzen wir grob 70%. Das ist das, was wir heute am Potenzial schon haben. Und ich finde, immer wenn ich mir diese Zahlen vergegenwärtige, finde ich eigentlich, dass man auch die Energiediskussion, das Energiemanagement ganz anders diskutieren muss. Und das bringt mich auch immer dazu zu sagen, wir müssen sehr stark darüber nachdenken, wie kommen wir in der Anwendung in die Breite. Und das ist kein Entweder-Oder zu Forschung und Entwicklung, aber auch ein komplementäres gemeinsames Tun. Ein anderes Bild, das ich Ihnen noch zeigen möchte. Natürlich, Digitalisierung braucht auch sehr viel Elektrizität und hat deswegen einen Impact auf CO2-Emissionen. Und was Sie hier auch sehen, ist der weltweite Internet-Traffic, der klarerweise angestiegen ist und die Zahlen hier unten umfassen die Pandemie ein bisschen, aber natürlich in der Pandemie ist es noch deutlich raufgegangen. Seit 2010, das ist die Zahl, die man hier auch findet, ein 12-fach gestiegener Internetverkehr. Ich glaube, tatsächlich wird er noch deutlich höher sein. Und Sie sehen also hier, Internet-Traffic geht rauf, Data-Center-Workload logischerweise auch. Aber was Sie hier auch sehen ist, dass Data-Center-Energy-Consumption, der Energieverbrauch, konstant bleibt. Das ist auch das Thema der Energieeffizienz. Wir sagen der Energiesparchips, die hier zum Einsatz kommen. Als Infineon stellen wir in 50% der Serverfarmen weltweit unsere Energiesparchips zur Verfügung.
die ermöglichen das. Ich glaube nicht, dass Konsumentinnen und Konsumentenverhalten dahingehend verändert werden kann, dass die Leute nicht mehr Internet verwenden oder digitale Kommunikation. Es ist unsere Aufgabe, die in einer nachhaltigen Art und Weise zu gestalten. Und das ist ein Beispiel dafür. Es ist schon angesprochen worden, die Schlüsseltechnologie Mikroelektronik ist eine globale Technologie. Ich habe Ihnen gezeigt, wie wesentlich sie ist, auch zum Erreichen der Klimaziele, als Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Und gleichzeitig, wenn Sie sich hier anschauen, das sind die 20 größten Halbleiterunternehmen. In grün markiert diejenigen, die aus Amerika herausgesteuert werden, in rosa oder lila diejenigen, die aus Asien herausgesteuert werden und in orange diejenigen, die aus Europa herausgesteuert werden. Also es gibt noch 3 Europäer und das sind nicht gerade die Großen. Und das in der Schlüsseltechnologie, die für Dinge wie den Green Deal oder man könnte auch sagen, ein Leben, wie wir es gewohnt sind und wie wir denken, dass wir es zukünftig auch haben wollen, ganz essentiell sind. Und wenn Sie sich hier anschauen, auch hier die Umsätze, naja, groß sind wir in Europa nicht. Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, um wie viel Elon Musk Twitter zum Beispiel kaufen wollte, na, dafür kriegt man schon leicht, wenn man die Marktkapitalisierung hernimmt, dafür kriegt man schon leicht ein Halbleiterunternehmen aus Europa. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir auch sehr viel strategischer denken, welche Schlüsselkompetenzen brauchen wir für eine Zukunft, die wir selber gestalten wollen, eine Zukunft, die wir nachhaltig gestalten wollen, ohne dass wir uns zu sehr abhängig machen. Und gleichzeitig sage ich aber auch, natürlich ist die Mikroelektronik eine globale Industrie und das ist gut, dass sie eine globale Industrie ist. Es ist kein sinnvoller Weg zu glauben, dass wir alles in der Schlüsseltechnologie Mikroelektronik nach Europa zurückholen können. Nein, das ist es nicht. Aber wir müssen strategischer dabei werden, dass wir die strategischen Kompetenzen, die wir haben, gut verfügbar haben und beitragen können. Und wenn man sich dann noch anschaut, Produktionskapazitäten, Sie sehen das hier dargestellt weltweit, die Waferkapazitäten, die Produktionskapazitäten noch vom Dezember 2020, aber eine große Veränderung hat seitdem nicht gegeben. Sind wir großzügig, Europa hat ungefähr 6-7%. In manchen Nischen, das ist der Vorteil, aber nicht in der Breite, wie wir es brauchen. Und das ist der Grund, auch schon angesprochen worden, warum es auch in Europa die Diskussion gibt, dass wir uns stärker unabhängig machen, auch im Bereich der Produktion. Und deswegen begrüße ich das ausdrücklich, dass man auch in Europa einen Chips Act jetzt diskutiert. USA haben vor ein paar Wochen den Beschluss gefasst, 52 Milliarden. China gibt extrem viel aus für den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie, 150 Milliarden. Wir sind hier in Europa mit 43 Milliarden in der Diskussion. Der Vorschlag der Europäischen Kommission liegt am Tisch. Das Beschlussfassungsverfahren wird in den nächsten Monaten stattfinden. Wichtig an der Stelle ist aber auch, und das sage ich gerade in der Steiermark, die auch sehr stark vertreten ist mit der Chipindustrie, mit der Forschung, aber auch mit der Industrie, dass der Großteil des Europäischen Chips Actes soll national finanziert werden. Ungefähr 10% der 43 Milliarden sollen europäisch finanziert werden, der Rest national. Wir laufen hier auf eine Situation zu, wo große EU-Mitgliedsländer deutlich mehr Ressourcen haben werden als kleine. Und das wird für kleine Länder schwierig werden. Mittelfristig gesehen birgt das die Gefahr,
einer Deindustrialisierung, weil das eine kapital- und investitionsintensive Industrie ist. Und auf das wird man sehr achten müssen in den Verhandlungen. Und selbstverständlich, jetzt ein Sprung, aber wer schafft schlussendlich die Innovationen und Technologien? Das sind die Menschen. Und Sie sehen es hier, keine Innovation ohne Fachkräfte. Die größten Hürden bei der Einführung von neuen Technologien. Und da haben wir in Österreich natürlich seit langem viel zu tun. Da passiert viel, aber da muss uns noch viel mehr gelingen. Mangelnde Attraktivität bei Talenten. Ja, wir müssen Technik ganz anders vermitteln. Den jungen Leuten gegenüber genauso wie auch den Frauen. Skills Gap, das kann man auch relativ gut adressieren, und Fachkräftemangel, natürlich ein ganz massives Thema. Das heißt, hier die Kooperation mit den Bildungsinstitutionen, zeitgemäße Formate zu entwickeln, um Technik so zu vermitteln, dass wir die Begeisterung auch mit vermitteln können. Und auch da, ich weiß, da gibt es vieles, was schon in der Pipeline ist, was umgesetzt wird, aber da müssen wir auch sehr viel mehr in die Breite kommen. Und zum Abschluss noch einige Beispiele, wie wir bei Infineon mit dem Thema umgehen. Wir sind ein europäischer Konzern, das habe ich schon gesagt. Wir sind weltweit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Österreich rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben in Österreich vor rund 50 Jahren begonnen, damals als verlängerte Werkbank. Wir sind heute eines der forschungsintensivsten Unternehmen Österreichs. Und das als kleiner Sidestep. Wir kennen alle die vielen tollen Unternehmergeschichten aus USA oder jetzt auch aus China. Auch in Österreich und auch in der Steiermark haben wir viele solcher Geschichten, und wir als Infineon gehören auch dazu. Wir konzentrieren uns auf die vier Themen: Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Datensicherheit in der vernetzten Welt und alles, was mit dem Internet der Dinge und der Vernetzung zu tun hat. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt auf diese Themen konzentriert, da war es noch nicht schick, über Energieeffizienz zu sprechen. Aus der Krise 2008, 2009 gab es viele Bedenkenträger. Wir haben das über die Zeit systematisch aufgebaut. Und entsprechend sehen Sie hier einige der Anwendungen. Ich habe schon gesagt, in 50% der Rechenzentren, der Serverfarmen sind wir vertreten mit unseren Energiesparchips, oder gerade Elektrifizierung im Auto, automatisiertes, autonomes Fahren ist ein ganz wesentlicher Punkt, oder bei der Herstellung von Windkraft- oder Solaranlagen, die Stromwandlung in dem Zusammenhang. Oder auch ein ganz wesentliches Thema, gerade beim Forschungszentrum hier in Graz, Datensicherheit, die Security-Chips im Bereich der Identitätskarten zum Beispiel, sind von über 70 Ländern von uns. Unsere Technologien setzen bei der Energieeffizienz entlang der ganzen Energiewandlungskette an, und Sie sehen hier etliche der Punkte, aber wir gehen hier über den ganzen, über die ganze Wertschöpfungskette, wenn man so möchte, von der Erzeugung bis schlussendlich zum Einsatz. Und auch hier noch ein Blitzlicht. Ich habe gesagt, es gibt uns seit 50 Jahren hier in Österreich eines der forschungsstärksten Unternehmen. In den letzten etwas mehr als 10 Jahren haben wir 2300 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Großteil mittlerweile in Forschung und Entwicklung. Ein Arbeitsplatz bei Infineon führt zu 3 weiteren Arbeitsplätzen in der Wertschöpfungskette. Und natürlich sind wir sehr kapitalintensiv, sehr forschungsintensiv, das sehen Sie hier an den Zahlen, und wir sind heute ein sehr internationales Unternehmen. Fast 30% der Belegschaft kommt aus mehr als 70 Ländern. Und entsprechend ist uns Diversität sehr wichtig. Wir haben Mitte 2018 etwas bekannt gegeben, wofür wir damals sehr belächelt worden sind. Das war noch vor der Corona-Pandemie. 1,6 Milliarden Investitionen in den Ausbau einer hochdigitalisierten, automatisierten Chipproduktion.
in Österreich, in Europa, zu einer Zeit, wo noch völlig es als klar verstanden worden ist, dass der Großteil in Asien stattfindet. Wir haben aus verschiedenen Gründen entschieden, das in Österreich zu machen, mittlerweile umgesetzt. Nach der Pandemie wissen wir in der Breite sehr viel besser, wie wichtig die Schlüsseltechnologie Mikroelektronik ist. Und trotz Pandemie ist es uns gelungen, mit sehr viel Herzblut von allen Teams, die hier beteiligt waren, trotz Pandemie 3 Monate früher zu eröffnen. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir die neue Chipfabrik eröffnet und schaffen dabei auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das Thema Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, ich habe es zu Beginn schon gesagt, ist für uns kein Modethema. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur durch unsere Technologien beizutragen, sondern wir wollen bis 2030 klimaneutral sein und bis 2025 70% der Emissionen bereits eingespart haben. Wir sind mittlerweile zum 12. Mal gelistet im Dow Jones Sustainability Index. Wir haben vor 12 Jahren begonnen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und uns dieser externen Bewertung auch zu stellen. Soll heißen, wir nehmen das wirklich ernst. Und entsprechend ist unser Impact einerseits auf Seiten der Produkte, der Chips, die wir produzieren, und andererseits auf Basis der Prozesse, wie wir sie selber gestalten. Und ich zeige Ihnen hier eine Größenordnung. Die Chips, die wir auf Konzernebene letztes Jahr produziert haben, auf Konzernebene, tragen dazu bei, dass man 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen kann. Immerhin knapp die Hälfte der jährlichen Verkehrsemissionen in Deutschland und auch in Österreich. Durch den Produktmix haben wir noch ein besseres Verhältnis, haben wir mit den rund 8 Milliarden Chips, die wir produziert haben, 7 Millionen Tonnen CO2 beigetragen, einzusparen. Und auch das, ich habe es Ihnen gezeigt, 77 Millionen Tonnen CO2, die in Österreich emittiert worden sind letztes Jahr, die 7 Millionen Tonnen CO2 entsprechen rund 50% der jährlichen Pkw-Emissionen in Österreich. Das ist signifikant, mit Dingen, die ziemlich klein sind, aber Hightech. Angesichts der Zeit gehe ich jetzt hier nur noch ganz kurz darauf ein, unsere internen Prozesse. Wir haben Digitalisierung, Industrie 4.0 zu Beginn schon vor vielen Jahren vor allem eingesetzt, um unser internes Energiemanagement zu optimieren und weiterzuentwickeln. Ganz plakativ zwei Zahlen: 75% des Wärmebedarfs bei unserem Standort in Villach decken wir durch Recycling der Abwärme aus der Produktion. Seit 2013 verwenden wir nur noch grünen Strom und haben entsprechend viel an Strom eingespart. Die neue Chipproduktion, Chipfabrik, setzt hier natürlich genauso an, mit höchsten Standards und ein Projekt der Kreislaufwirtschaft, aber gerade auch in Zeiten wie diesen besonders wichtig, grüner Wasserstoff, wird ja üblicherweise noch immer hergestellt, transportiert, nicht nachhaltig. Wir haben hier ein Projekt aufgesetzt mit Partnern grüner Wasserstoff aus Strom, aus Wasserenergie, Elektrolyse. Der wird bei uns in der Produktion verwendet, aufgereinigt und soll dann für den Betrieb von Bussen verwendet werden. Sollen deswegen, weil derzeit gibt es Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen, aber damit auch ein ganz konkreter Beitrag zu mehr Souveränität auf dem Gebiet. Das heißt, Nachhaltigkeit, die Erfolgsfaktoren und der Handlungsbedarf. Naja, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, seit vielen Jahren ist uns das ein echtes Anliegen. Es ist Teil unserer Strategie, nicht nur ein nice to have. Und entsprechend transparent mit auch den großen Flaggschiff-Projekten, zum Beispiel klimaneutral
als Ziel sich zu setzen, und zwar 2030, sehr bald, ist etwas, was wir uns konkret vornehmen und tatkräftig umsetzen. Das heißt, die offensive Implementierung ist ein ganz wichtiger Punkt, zusammen auch mit der Kommunikation, der Ausbildung in dem Zusammenhang. Damit komme ich zu den Schlussfolgerungen. Ja, Technologien sind der ganz zentrale Hebel und die Anwendung in der Breite ist wichtig zum Erreichen der Klimaziele. Energieeffizienz in der Breite, und ich habe Ihnen etliche Beispiele gezeigt, ist eine wesentliche Säule für die grüne Transformation. Mit unseren Produkten, insbesondere der Leistungselektronik, die Technologie hinter der Energieeffizienz, tragen wir ganz konkret dazu bei. Wir sind ganz nebenbei unter Anführungszeichen, bei der Leistungselektronik Weltmarktführer mit 20%. Der nächste Wettbewerber ist bei 10%. Das ist eine dieser Nischen, die wir in Europa haben, um den Green Deal zu ermöglichen. Da sind andere von uns potenziell abhängig. Das ist ein potenzieller Stärkefaktor für uns in Europa. Und damit konkret ein Asset zum Erreichen der Nachhaltigkeit. Und als solches, ich nenne es gerne Tech for Green. Green Tech ist mir zu wenig. Es ist Tech for Green. Tragen wir dazu bei, wie man eben ganz konkret ressourcenschonend, energieeffizient und damit nachhaltig zeigen kann, wie Marktwirtschaft funktioniert. Und abschließend, das allerletzte Bild möchte ich damit, wir reden immer von den großen Herausforderungen und Aufgaben. Stimmt alles. Und gleichzeitig, wir haben schon ganz schön viel geschafft. Wir haben heute die besten Möglichkeiten, um die großen Aufgaben, und natürlich ist die Energietransformation, der Klimawandel eine riesige Aufgabe. Aber ich glaube auch, dass wir eine Verantwortung haben, sehr viel breiter zu vermitteln, dass es schaffbar ist. Wir haben schon viel geschafft und wir haben heute die besten Mittel in der Hand. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Bild, das mich damals sehr geprägt hat, damals das Ozonloch. Ja? Da haben wir alle gedacht, um Gottes Willen, ja, was wird da werden? Wann haben Sie davon gehört, dass das Ozonloch kleiner geworden ist? Da ist uns gemeinsam auch was gelungen. Ich bin mir völlig dessen bewusst, dass die Klimawende eine größere Aufgabe ist, aber es ist leichter, große Aufgaben zu nehmen, wenn man aufbaut auf dem, was man schon erreicht hat. Und damit danke für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. War sehr spannend.